Neun Häftlingen gelingt die Flucht aus der Justizvollzugsanstalt Plötzensee und Berlin vermittelt zum Jahreswechsel den Eindruck, dass hier Gefangene ein- und ausgehen können, wie es ihnen gefällt. Für den grünen Justizsenator Dirk Behrendt ein Super-GAU. Rücktrittsforderungen kamen nicht nur aus den Reihen der Opposition, auch SPD-Abgeordnete twitterten ihren Unmut in die Welt. Und dann begann die übliche Verteidigungsstrategie. Der Senator verwies auf den Vorgängersenat und Einstellungsstopps beim Personal in der Justiz, betonte, dass von den neun Häftlingen fünf aus dem offenen Vollzug seien, also überhaupt nicht gefährlich, und dass er mit der Bildung einer Kommission die Sicherheitslücken in den Gefängnissen prüfen lasse. Inzwischen sind aus dem geschlossenen Vollzug alle vier Häftlinge wieder da. Aus dem offenen sind drei von fünf zurückgekehrt. Doch der Druck auf dem Kessel bleibt. Im Rechtsausschuss des Abgeordnetenhauses musste sich Dirk Behrendt jetzt den Abgeordneten stellen. Unmut gab es bereits vor der Sitzung, da brisante Details aus dem Untersuchungsbericht der Justizverwaltung, wonach die vier Ausbrecher aus dem geschlossenen Vollzug möglicherweise Komplizen hatten, bereits in der Zeitung standen, bevor sie dem Ausschuss vorgelegt wurden. Ist das ein respektvolles Verhalten gegenüber dem Parlament? Nein, ist es nicht. Und wenn Sie sich den Dirk Behrendt anschauen, als er noch grüner Oppositionspolitiker war, 10 Jahre in diesem Haus, dann hätten Sie heute als rechtspolitischen Sprecher der Grünen von ihm einen ordentlichen Beitrag dazu gehört. Sie sprechen von nachlässiger Justizpolitik seitens des Justizsenators. Was meinen Sie damit konkret? Er hat den Schwerpunkt falsch gesetzt. Das objektiv wichtigste Ressort ist der gesamte Bereich Justiz, Strafgerichtsbarkeit, Staatsanwaltschaft, Gerichtswesen überhaupt und natürlich der Justizvollzug. Schauen Sie sich das letzte Jahr an. Haben Sie da irgendeine Initiative des Justizsenators gesehen? Ich habe keine in Erinnerung. Schauen Sie sich den Haushalt an, wo er Schwerpunkte gesetzt hat. Das ist der Bereich Antidiskriminierung. Als grünes Nischen- und Klientelprojekt im Bereich Strafvollzug gibt es überhaupt gar keine Initiative, keine Schwerpunktsetzung, nichts. Sie sprechen den Haushalt an. Das ist ganz spannend, weil Justizsenator Behrendt immer betont hat, dass er jetzt quasi den Einstellungsstopp in der Justiz beendet hat, dass er unheimlich viele neue Stellen, über 200, geschaffen habe. Das heißt, als erster wirklich was tue, im Gegensatz zu seinem Vorgänger Justizsenator Heilmann, der ja von der CDU ist. Was sagen Sie dazu? Dass das so nicht stimmt, wie er es darstellt. Und das Gute ist, dass jeder das nachlesen kann. Der Haushaltsplan des Landes Berlin, die Stellenpläne sind öffentlich zugänglich. Da kann man die Aussagen von Herrn Behrendt nehmen und das abgleichen. Im Internet einfach nachlesen, so wie er es darstellt, ist es nicht zutreffend. Die Wahrheit ist, dass wir im Jahr 2011 einen Einstellungsstopp bei der Justiz übernommen haben von Rot-Rot und Abbauvorgaben in Größenordnung von mehreren 100 Stellen. Es war der große Erfolg des CDU-Senators Heilmann, dass wir diesen Stellenabbau aufgehalten haben und einen Zuwachs im Bereich des allgemeinen Vollzugsdienstes erreichen konnten. Das heißt, der Senator lügt und das wäre eigentlich schon Grund für einen Rücktritt? Das werden wir sehen. Ich werde ihn heute noch mal danach fragen. Hat er die Gelegenheit, das noch mal darzustellen? Im Übrigen ist es ja auch eine Stilfrage, wie ein Justizsenator sozusagen sich in dieser Lage, nachdem er zunächst tagelang abgetaucht war, verteidigt, indem er einfach den Finger auf seine Vorgänger hält. Da wird er sich heute zu äußern können, dann werden wir das bewerten. Doch es geht natürlich nicht nur um stilistische Fragen. Die Umstände der Flucht sollen ebenfalls zur Sprache kommen. So heißt es in dem bereits erwähnten Untersuchungsbericht, dass die Stahltür, die zu dem Heizungsraum führt, über den die Männer ausgebrochen waren, unverschlossen gewesen sei. Also wir haben insgesamt über 40 Fragen vorlegen müssen, muss ich ja sagen. Und das sagt ja schon viel aus. Die Vorfälle liegen ja zum Teil schon 2 Wochen zurück. Dennoch müssen wir heute über 40 Fragen stellen. Die Koalition selbst hat auch, glaube ich, 20 Fragen formuliert, die in Teilen deckungsgleich mit unseren sind. Das ist ja schon eine Aussage an sich. Warum ist das nötig nach 2 Wochen? Weil der Senator bisher offensichtlich auch aus Sicht der Koalition nicht ausreichend informiert hat. Es sind Fragenkomplexe, die den Sachverhalt einfach mal aufklären sollen. Das sind im Kern die Fragen, die Sie sich wahrscheinlich auch stellen werden. Warum war zum Beispiel eine Tür zum Heizungskeller nicht verschlossen? Wie viele Bedienstete waren und sollten eingesetzt sein? Wie viele Strafgefangene waren und sollten eingesetzt sein? Und so weiter und so weiter. Warum hat niemand gehört, dass jemand mit einer Flex, die ja im Bereich von 100 Dezibel wohl eine Lautstärke produziert haben wird, nicht wahrgenommen hat? Und so weiter und so weiter. Diese Fragen sind bis heute alle unbeantwortet bzw. widersprüchlich. Ja, wir wollen von dem Senator noch mal mehr Details wissen zu dem Ausbruch an sich, wie es überhaupt dazu kommen konnte, warum die Besetzung in der Werkstatt
hinter dem Soll lag. Es waren nur 3 Wärter da, obwohl da normalerweise 5 sein sollten. Warum die Tür offen war zum Heizungsraum, warum 30 Minuten es gedauert hat, bis überhaupt Alarm gegeben wurde, als davon Kenntnis erlangt wurde. Warum die Menschen hinter den Kameras, die ja die Wachtürme jetzt ersetzen mittlerweile, auch nichts beobachtet haben, obwohl es hell war. Und vor allen Dingen wollen wir auch wissen vom Senator, welche Ermittlungen und Disziplinarverfahren jetzt eigentlich innerhalb der Anstalt im Moment vonstatten gehen, ob es vielleicht auch irgendwelche Ermittlungen wegen Gefangenenbefreiung oder Ähnliches gibt. Dazu hat der Senator zumindest bei unserem Ortstermin damals noch nichts sagen können. Und das erwarten wir jetzt hoffentlich im Ausschuss, die Antworten dazu. Das heißt, Sie haben den Ausbruch per se und die Umstände vor allem im Fokus und nicht so sehr das Krisenmanagement im Anschluss an diese Ausbrüche. Naja, das Krisenmanagement geht natürlich damit einher. Wir haben das Problem, dass der Justizsenator ja jetzt schon über ein Jahr auch im Amt ist und er schiebt sozusagen die Missstände, die jetzt dazu geführt haben, dass jetzt es zu solchen Ausbrüchen und Ähnlichem gekommen ist, noch seinen Vorgänger zu verantworten hat. Aber was hat der Justizsenator in diesem Jahr eigentlich gemacht im Bereich der Justiz? Er hat sich sehr konzentriert auf Gefängnisrestaurants, auf Tablet-Ausstattung und Internetausstattung für die Gefangenen. Aber er hat sich anscheinend überhaupt nicht darum gekümmert, dass das Wachpersonal in der Sollstärke ist, dass genügend Justizwachenmeister nachgeschult wurden und dass das eben so etwas nicht passieren kann. Das heißt, er hat seine Kernaufgaben nicht wahrgenommen, sondern kümmert sich eben um Schweinezucht, Gender-Toiletten und. Die Stilfrage, ob man seinen Vorgänger verunglimpfen sollte, wenn etwas schief läuft, beantwortete Justizsenator Behrendt nicht. Und auch zum Fluchtverlauf kommunizierte er lediglich das, was schon bekannt ist. Denn auch er ist noch auf der Suche nach Antworten. Auch ich habe noch offene Fragen zu diesem Komplex, so insbesondere die Frage danach, wie es den 4 Gefangenen denn nun gelungen ist, in den Heizungsraum einzudringen und aus diesem dann nach Weitung des Lüftungsschachtes die Anstalt zu verlassen. Wie konnte es sein, dass die Tür da auf war? Wer hat das aufgeschlossen? Wer hat das nicht abgeschlossen? Die Tür war offen, als dann die Bediensteten die Flucht bemerkten, und das Schloss ist unbeschädigt. Von daher muss dies ja irgendjemand aufgeschlossen haben. Auch die Schlüssel, die bei den Bediensteten sind, sind alle vorhanden. Also ist kein Schlüssel abgängig. Mir ist an einer schnellen Aufklärung dieser Fragestellungen gelegen. Aber eine ordentliche Aufklärung dauert manchmal auch länger als wenige Tage, gerade dann, wenn sie im Rahmen von staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen an formale Verfahren gebunden ist. Neben den bereits mehrfach wiederholten Konsequenzen wie der Einsetzung einer Prüfkommission, der personellen Verstärkung in der JVA und bauliche Maßnahmen, informierte der Senator den Ausschuss über den aktuellen Ermittlungsstand. Die Justizvollzugsanstalt Plötzensee hat Strafanzeige gegen die 4 Gefangenen wegen aller in Betracht kommenden Delikte, insbesondere wegen Sachbeschädigung an unseren Sicherheitsvorkehrungen und auch Gefangenenmeuterei gestellt. Gefangenenmeuterei in der Form gemeinsames Beschädigen von Sicherheitseinrichtungen, das ist Gefangenenmeuterei. Wenn man sich dazu verabredet, wie Sie wissen, ist hier bloße Flucht keine Straftat. Außerdem ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen Unbekannt und prüft, ob sich weitere Personen wegen Gefangenenbefreiung strafbar gemacht haben. Wir haben noch keine konkreten Anhaltspunkte dafür, aber das ist Gegenstand der staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen. Es sind ja auch die 4 Gefangenen, sind ja auch von der Polizei angehört worden. Und wir werden sehen, was diese Ermittlungen ergeben. Daneben sind gegen die 3 Bediensteten, die am 28. Dezember in der Kfz-Werkstatt tätig waren, Disziplinarverfahren wegen möglicher Dienstpflichtverletzungen im Zusammenhang mit den Entweichungen eingeleitet worden. Ob entsprechende weitere Verfahren gegen andere Bedienstete in der Kfz-Werkstatt oder aber in der Alarmzentrale einzuleiten sind, hängt von dem weiteren Ermittlungsstand ab. Was die Alarmzentrale
angeht, stellt es sich gegenwärtig so dar, dass dort kein Alarm ausgelöst wurde, weil das nicht entsprechend programmiert war, dass wenn an der Stelle jemand die Anstalt verlässt, es Alarm gibt, so dass momentan keine Anhaltspunkte dafür gegeben sind, dass die Bediensteten in der Alarmzentrale hier gegen Vorschriften verstoßen haben. Aber wie gesagt, das ist auch Gegenstand noch von weiteren Ermittlungen. Also es bleibt nach wie vor bei vielen offenen Fragen. Und so wird das Hornberger Schießen am Donnerstag in die zweite Runde gehen, wenn das Parlament in der Aktuellen Stunde über eine bessere Sicherung der Gefängnisse debattiert. Den Abschlussbericht der Prüfkommission zur Sicherheitsarchitektur in der JVA Plötzensee wird der Senator am 15. März dem Ausschuss vorlegen.